The Witcher 3 Next Gen ist auf dem Vormarsch und heute habe ich nochmal drei Orte für euch in The Witcher 3, an die ihr eigentlich gar nicht oder erst im späteren Verlauf können solltet, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnant. Hier dreht sich alles rund um Open World Games wie The Witcher. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Das wäre wirklich legendär. Und ihr seht es schon, ich bin hier natürlich in The Witcher 3 Wild Hunt. Und es geht nicht um irgendwelche Glitches mit der No-Clip-Kamera oder so, sondern tatsächlich um Orte, an die jeder von euch auch an den Konsolen kann. So, aber bevor es losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Sponsor des heutigen Videos, Case King, die mir ein Paket zugeschickt haben von Lian Lee. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja dieses Jahr schon eine Koop mit Case King zu Glorious. Ja, diesen wunderbaren Tastaturen und Co. Da heute Black Friday ist, sind wir nochmal zusammengekommen. Ganz schön schwierig, das rauszukriegen. Und da haben wir auch schon das gute Stück. Ist immer ein magischer Moment, zum ersten Mal diese Folie abzuziehen. Ich habe einen Kumpel, der will das nie machen. Ui. Aha. Hier bin ich auch. Ich werde bald dieses Case mit meinem PC bestücken. Freue mich riesig darauf, auf die extrem gute Belüftung. Die Marke ist ja bekannt für extrem krasse Performance. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Schaut da mal auf Case King mit mir, denn Black Friday bedeutet immer krasse Deals. Da ist einiges runter, aber was hier so bei Lian Lee mit das krasseste ist, ist der Odyssey Big Tower. Da sind einfach mal 250 Euro runter. Also hier gibt es wirklich so einiges. Wenn ihr ein neues Gehäuse braucht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich würde Lian Lee euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich hatte euch ja von der Glorious-Kooperation schon mal erzählt, hatte hier eine wunderschöne Maus und eine Tastatur, die ich auch regelmäßig benutze. Die könnt ihr selbst zusammenbauen mit Key-Switches, einer Grundplatte und dann natürlich auch mit Tasten nach Wahl. Auch die sind teilweise jetzt schon reduziert. Ich nehme das Video am Mittwoch auf, aber am Black Friday lohnt es sich da unbedingt nochmal reinzuschauen. Denn die Model O-Gaming-Maus hier in Weiß, die ich ja auch habe, allerdings in Schwarz, wird auf 29,90 Euro reduziert werden. Das heißt, so günstig gibt es eine High-End-Maus selten. Entspricht also 50% Rabatt. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch gerne noch für den Newsletter von Case King an. Dann verpasst ihr auch gar nichts mehr zu den Rabattaktionen und müsst nicht meine Videos schauen, damit ihr davon Bescheid kriegt. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit dem neuen Case beschäftigen und jetzt geht's weiter mit dem Thema, würde ich sagen. So, und da wir jetzt damit fertig sind, kommen wir zu unserem Ort Nummer 1. Ich würde sagen, wir machen mal kurz schönes Wetter, dann geht's auch gleich los. Also ich habe jetzt schon mehrere Tage verstreichen lassen, aber schön wird's hier nicht so richtig bei der Nilfgaardischen Armee. Nun, es geht um das Armeelager der Nilfgaardischen Armee. Ich bin hier auf der Karte. Ihr seht hier das Zentralarmeelager und ich bin hier direkt rechts dran. Hier gibt es einen Trick, wie ihr tatsächlich über die Mauer hüpfen könnt. Entweder ihr macht hier so eine Art Parcours von Zelt zu Zelt, dann hüpft ihr eben hier drauf und dann da drauf. Muss man aber tatsächlich gar nicht, denn man kann auch hier beim letzten Zelt sich so ein bisschen hochglitschen, einfach immer mal wieder springen und ihr seht, wenn ihr das dann richtig macht. Jetzt haben wir es nämlich geschafft, dann könnt ihr hier tatsächlich in das Lager hineinhüpfen. Und das ist natürlich nicht so vom Spiel gewollt. Ihr seid hier in einem Bereich, den ihr nicht betreten können sollt. Ja, hier sind natürlich Drachen. Da sollen wir dann auch umkehren und werden dann auch vom Spiel gleich weggeportet. Ihr könnt aber tatsächlich hinter den Rand der eigentlich zugänglichen Map, der mit dieser Palisade enden soll, gehen. Und ihr könnt euch natürlich denken, dass das Ganze hier jetzt nicht gerade ein magischer Ort ist, sondern es ist ein leerer Ort, der nicht programmiert wurde. Hier werden Soundfiles abgespielt, um zu suggerieren, dass hier eine große Armee sei. Tatsächlich sind hier einfach nur Zelte aufgestellt, damit es aussieht wie ein Lager von Weitem. Und das war's auch. Mit der No-Clip-Kamera-Mod können wir natürlich hier auch nochmal rumfliegen. Aber das können nicht alle von euch, sondern alle von euch, die können hier an diese Stelle, wo ich bin. Und dann lassen wir uns mal zurückporten und dann geht es auch gleich schon weiter mit dem zweiten Ort, würde ich mal sagen. Der zweite Ort ist Radovids Schiff und ich bin hier auf meinem Low-Level-Geralt gerade an der Location in Novigrad, wo das Schiff denn eigentlich mal sein wird. Noch ist es gar nicht hier. Das heißt, ihr müsst tatsächlich schon dieses freigeschaltet haben, also dass es das Schiff gibt, aber habt eventuell noch nicht die Quest freigeschaltet, dass ihr schon da drauf sollt. Und dann könnt ihr nämlich eigentlich noch nicht drauf. Eigentlich. Und ist das Schiff dann mal da, entweder nach Abschluss der Story oder eben an besagtem Storypunkt, dann sollt ihr tatsächlich auch nicht mehr drauf. Ihr habt hier dann zwar eine Rampe, die ist vorher nicht da, aber dennoch ist das nicht der Weg auf das Schiff, der so gedacht ist. Tja, und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, jetzt auf das Schiff zu kommen. Möglichkeit Nummer 1 ist es hier über die Ruder, wenn man sie denn träfe. Ja, und von dem Ruder aus dann hier so ein bisschen hoch. Ja, und ihr seht schon, das ist echt tricky. Die Idee ist es wirklich, hier diesen Parcours zu hüpfen. Einmal links entlang, hinten rum und hier dann rein.
Ja. Das muss man aber gar nicht machen. Es gibt eine viel einfachere Methode. Was ihr also machen solltet, ist es von der Seite ranzugehen, dann am PC die Klettern-Taste, die Leertaste und jetzt einen Sprintsprung hier rüber. As easy as that. Schon seid ihr auf dem Schiff, auf das ihr eigentlich gar nicht drauf können solltet, auf König Radowitz Schiff. Und ja, ihr seht schon, es ist nicht so gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt hier auch noch sind. Sah schon mal besser aus, muss ich sagen, an der Stelle. Also es ist irgendwie ein bisschen verglitscht hier. Aber scheinbar ist das Ganze nur zu einem bestimmten Story-Zeitpunkt so richtig durchgeladen. Wenn man dahin geht, bevor Radobit einen zum Debattieren einlädt, in den Debattierclub, dann sagt er einfach nur: Wir haben aktuell nichts zu besprechen, die Wachen lassen einen nicht durch. Ja, und für den dritten Ort, da habt ihr die Häschenohren wirklich nötig, denn Geralt muss so richtig klettern. Ich zeige euch einmal kurz die Location. Das ist an der Stadtmauer von Novigrad zwischen Hafentor und Ruhmestor. Und hier geht es dann einfach hoch aufs Dach, zumindest wenn man das Ganze schafft. Und der Kletterparcours, der ist nicht ohne. Ich habe beim ersten Mal wirklich mehrere Anläufe gebraucht, um das Ganze hinzukriegen. Hier sollt ihr auch nicht sein, es ist nicht so gedacht. Allerdings ist es besonders spannend, dass hier dennoch oben Loot auf euch wartet und deswegen suggeriert, okay, vielleicht soll ich hier doch irgendwie oder sollte ich hier mal hin. Sopp, alle hopp. Und dann geht's hier rauf aufs Dach nach Möglichkeit, auf den Dachgiebel. Und vom Dachgiebel aus wird's jetzt richtig tricky, denn ihr wollt tatsächlich dort oben an diese Kante mit einem Doppelsprung. Im Idealfall sieht das dann nämlich so aus, die Wegfindung. Erst hier abspringen, dann hier festhalten, hochglitschen, an diesem Holz festhalten und hier diese Truhe dann looten. Das habe ich in einem anderen Video bereits einmal vorgemacht und es war alles andere als einfach. Yes, da haben wir den Sprung geschafft und zwar ohne Anlauf. Ha, ist tricky. Ich möchte das Ganze jetzt ohne Anlauf probieren. Oh shit, das war crazy. Ich bin halt wirklich einfach von hier unten nur gesprungen und so leicht nach rechts gegangen. Und schon haben wir es geschafft. Hier ist die Truhe, die könnt ihr looten. Ich habe die schon gelootet. Von hier aus gibt es einen wunderschönen Blick nochmal über Novigrad, den man auch sonst so nicht kriegt. Ein Ort, in den du in The Witcher 3 auf jeden Fall nicht sollst. Und der ist wirklich tricky zu erreichen. Daher haben wir natürlich die legendären Häschenohren an. Klar, die gehören mit zum Standard-Equipment, die Eselsohren. Absolute Pflicht. Als Alternative kommt eigentlich nur so eine Kapuze in Frage. Oder natürlich die legendäre Brille. Also diese Brille des Professors, die ist wohl der absolute Knaller. Sollte jeder von euch anhaben. Das waren dann auch erstmal die drei Orte, an die ihr eigentlich zu bestimmten Zeitpunkten überhaupt nicht mehr können sollt, sondern die ihr trotzdem kommt, tatsächlich einfach über Geralts ganz normale Walking- und Jumping-Skills. Geralt, der alte Assassine. Ich würde mich freuen, euch im nächsten The Witcher-Video zu begrüßen. Wenn es wieder heißt Rambazamba, schaut gerne nochmal, wie gesagt, bei Case King vorbei, wenn ihr mögt und da nochmal die Black Friday-Angebote abstauben wollt. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann, euer Stefan. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao, Leute.